Voici son film. Er sagte über den Unterschied zwischen Handwerker und Künstler: Der Handwerker weiß, was er machen will und wie er es machen will. Der Künstler weiß im Voraus gar nichts. Er ist ein Forschender. Er findet seine eigenen Werkzeuge. Er malt seit Ende der 40er und ist seit den 50ern über Frankreich hinaus bekannt. Seine Werkschau im Pariser Centre Pompidou 2009 zog 500.000 Besucher an. Manche von ihnen weinten vor seinen großflächigen Bildern, deren schwarzer Grund mit dem Licht spielt. Unser heutiger Gast heißt Pierre Soulages. Seine Welt, sein Blick auf die Welt. Willkommen bei Square. Am 24. Dezember 1919 wird Pierre Soulages in Rodez geboren, einer Region geprägt von schwarzem Stein. 1946 geht er nach Paris, studiert dort an der Hochschule der Schönen Künste. Doch sie ist ihm zu konservativ. Er wird Autodidakt. Im Zweiten Weltkrieg hatte er sich der Zwangsarbeit in Deutschland entzogen. Er arbeitete mit gefälschten Papieren als Weinbauer in Montpellier. Soulages nimmt an den ersten drei Documentas in Kassel teil. Danach stellt er in allen großen Museen der Welt aus, im Jahr 2000 im Louvre. In seinen Outre-Noir-Bildern untersucht er die Reflexe des Lichts auf Schwarz. Pierre Soulages wehrt sich gegen den Begriff abstrakte Kunst. Er will einfach nur Maler sein. Nach der Ausstellung in Lyon zeigt Soulages Ende 2012 seine Werke in der Villa Medici in Rom. Avant la lumière, le monde était dans le noir. Monsieur Soulages, das Team ist bereit. Gibt es Musik, die Sie gerade besonders gerne hören? John Coltrane hat sich vor einem meiner Bilder fotografieren lassen. Ich mag zeitgenössische Musik, besonders für Schlaginstrumente. Und früher habe ich viel alte Musik gehört. Zum Beispiel? Mittelalter und Renaissance, zum Beispiel die Messe von Guillaume de Machaut. Und ich mochte damals auch die rituellen Gesänge der Pygmäen, etwa vor der Elefantenjagd. Ich höre gern Musik, aber nie beim Malen. Hintergrundmusik, das ist für mich eine Beleidigung der Musik. Guten Tag. Guten Tag. Danke, dass Sie uns hier empfangen in Ihrem Atelier, oder besser einem Ihrer Ateliers. Ihr Hauptatelier ist ja in Südfrankreich, in Sète, aber Sie arbeiten auch hier in Paris. Ein Hauptatelier gibt es eigentlich nicht, es gibt einfach mehrere Ateliers. Es ist nämlich so, dass ich mich nur dann wohlfühle, wenn ich malen kann. Ich brauche also überall, wo ich mich aufhalte, einen Ort zum Malen. In Sète habe ich ein Atelier, das riesig ist. Hier in Paris habe ich eben dieses hier und auch noch ein anderes, das Sie ja, glaube ich, auch kennen. Genau. Wenn man wie Sie seit über 60 Jahren malt, hat man da das Gefühl, dass man schon immer Maler war? Wird man als Maler geboren oder wird man zum Maler? Wenn ich als Maler geboren wurde, wären das aber schon mehr als 60 Jahre. Sicher ist, dass ich schon als Kind sehr gern gemalt habe. Wenn man das Malen nennen kann. Ich habe jedenfalls fürs Leben gern einen Pinsel ins schwarze Tintenfass getaucht und dann auf dem weißen Papier allerhand damit angestellt. Da gibt es ja auch einige bekannte Geschichten, die ich nicht unbedingt wiederholen muss. Wie die von den Schneelandschaften? Landschaften waren das keine. Ich wusste ja noch nicht, was eine Landschaft ist. Eine Cousine von mir, inzwischen ist sie gestorben mit 102 Jahren, hat mal in einem Interview erzählt, dass sie mich eines Tages gefragt hat, was malst du denn da?
Und ich habe geantwortet, Schnee, und genau das war's wohl auch, denn ich war damals 5 und mit 5 weiß man noch nicht, was eine Landschaft ist, aber man weiß, was Schnee ist. Sind Sie Autodidakt? Auf der Kunsthochschule waren Sie ja nur kurz. Ach, ich glaube, jeder ist mehr oder weniger Autodidakt. Aber man kann aus dem Unterricht schon auch etwas mitnehmen. Haben Sie das getan? Ja, vor allem aus dem Zeichenunterricht. Der ist nämlich eine Schule des Auges und der Hand und die ist immer nützlich. Aber was man da lernt, ist ja eigentlich nur Abzeichnen, eine notwendige Übung, die mit der Kunst als solcher nichts zu tun hat. Aber gut, es gibt einem eine Grundlage, die ich schon für wichtig halte. Schon Ihre ersten Bilder enthalten alles, was für Ihr Schaffen charakteristisch ist. Das Interesse für die Bewegung, für Lichtreflexe auf Farbflächen, die Vorliebe für dunkle Farbtöne, die Walnussbeize. Wussten Sie eigentlich auch von Anfang an, dass Sie in Richtung Abstraktion gehen würden? Also ich glaube, ich hatte immer schon eine Schwäche für die Abstraktion. Ich mochte nämlich schon als Kind die Bäume am liebsten im Winter, ohne Blätter. Und das ist ja schon eine Art Abstraktion. An einem Baum ohne Blätter zeigen sich ganz außerordentliche Hochkomplexe und je nach Baumart verschiedene Formen. Eine Pappel wächst unheimlich rein und geradlinig. Eine Eiche und ein Kastanienbaum ist verbogener und knorriger. Es gibt da eine fantastisch breite Ausdruckspalette und dazu kommt dann noch etwas anderes. Man sieht nicht nur das Wesen des Baumes, sondern auch seine Lebensgeschichte, die dominierende Windrichtung, die Stelle, an der er die Wurzeln in die Erde getrieben hat, um Wasser zu finden. All das ergibt Formen, die leben, und das war es, was mich schon immer tief berührt hat. Wenn man einen Baum nur als toten Gegenstand wahrnimmt, geht man an all dem vorbei. Mich haben die vom Leben ausgeprägten Formen fasziniert. Ich wusste damals noch gar nicht, dass abstrakte Kunst existiert, aber ich war eigentlich schon in der Abstraktion. Sie hatten als Maler schnell Erfolg in Frankreich, in Deutschland, in ganz Europa und dann auch in den USA. Ja, ich bin schnell bekannt geworden. Ist der Pierre Soulages, der hier zwischen seinen jüngsten Bildern sitzt, sozusagen der Soulages des 21. Jahrhunderts, derselbe wie der, von dem Sie eben erzählten? Ich glaube, ich habe seither doch einiges erlebt und habe mich wohl doch verändert. Worin? Im Grunde meines Wesens bin ich wohl immer noch derselbe. Aber es hat sich doch viel verändert und vor allem verändert mich das, was ich mache. 1979 war ein wichtiges Jahr. Was ich damals gemacht habe, hat mich verändert. Die Leute stellen sich immer vor, dass eine Schöpfung einen Schöpfer hat, der sie hervorbringt. Aber das ist alles viel komplizierter. Es gibt eine Art Dialog, eine Wechselwirkung zwischen einem und dem, was man tut, was man tun will, was einem zustößt, was man vielleicht nicht unbedingt wollte, aber dann doch akzeptiert. All das verändert einen, das darf man nie vergessen. Das heißt also, dass ich im Grunde sicher derselbe bin, weil ich immer noch meinen Vorlieben folge. Aber das Schwarz, das ich früher verwendete, war nicht dasselbe wie heute. Ich verwendete es damals um des Kontrastes willen, auf fast gewalttätige Weise. Wenn man schwarz auf weißen Grund aufträgt, wird das Weiß automatisch noch viel weißer. Vielleicht habe ich genau das schon als Kind getan, auf der Suche nach echtem Schneeweiß. Aber das sind natürlich nur Vermutungen. Sicher ist dagegen, dass mich an Schwarz früher die Kontrastwirkung interessiert hat. Wenn man Schwarz gegen oder auf eine andere Farbe setzt, sogar auf eine dunkle, dann wird diese heller. Darin liegt die Stärke der Farbe Schwarz. Das Schwarz, das ich heute verwende, ist aber gar keine Farbe mehr, weil ich heute nicht mehr mit Farbe male, sondern mit Licht. Und das ändert alles. Davon sprechen wir gleich.
Die Villa Medici, französische Kulturenklave in Rom, ehrt derzeit Pierre Soulages. Daraus sollte man nicht schließen, dass nur Frankreich ihm Ehre erweist. Was der Rest der Welt von Soulages hält und er von ihr, das erfahren Sie jetzt. Mal sehen, was das wird. Sobald er fern vom vertrauten Rodez oder Set ist, malt Pierre Soulages schwarz. Dafür ist er ja auch berühmt. Wenn er etwa im Toulouser Zentrum für zeitgenössische Kunst ausstellt, fühlt er sich fast bedroht, weil das Gebäude mal ein Schlachthof war. Und für das Centre Georges Pompidou oder den Louvre meint er gar, er brauche ein Visum. Dem Raum und der Zeit entgeht keiner. Nun stelle man sich vor, wie er sich erst fühlt, wenn ihn das Guggenheim einlädt. Bitte? Wie war es in New York? Ich war nicht dort. Oder der Martin-Gropius-Bau oder die Ermitage in St. Petersburg. Er ist der einzige Künstler, der dort zu Lebzeiten ausgestellt wurde. Ob er es nun will oder nicht, die Welt liebt ihn. Bereits 1964 erhielt er den Carnegie-Preis. Was war das doch gleich? Das ist ein Preis, der alle 3 Jahre vergeben wird. Die Organisatoren wählen also 3 Jahre lang in aller Welt Bilder aus, die sie dann am Ende einer Jury vorstellen. In Pittsburgh, in Amerika. Dort gibt es die gar nicht so konservativen Konservatoren vom Team Soulages. Stolz, dass sie eine Monumentalinstallation von 1968 restauriert haben. Ein Kunstwerk ersten Ranges. Und wir haben es gerettet. Das macht mich glücklich. Wenigstens das, sagen sie sich wohl, kriegen die Chinesen nicht. Denn auch die reißen sich um Soulages. Ich hab's ja begriffen. Der große Sprung für einen Künstler, für den schon ein paar Zentimeter eine malerische Revolution bringen können. Sobald man sich bewegt, verändert sich das Bild. Sie zählen zu den großen französischen Künstlern, die weltweit ausgestellt werden. Aber sie reisen ungern und empfinden es als Zwang, wenn sie ihre Ausstellungen begleiten müssen. Ich muss das ja nicht jedes Mal und manchmal tue ich es ja auch gerne, wenn ich darum gebeten werde. Aber es stimmt schon, dass meine Bilder mehr reisen als ich selbst. Wesentlich mehr. Ja, gewiss. Aber warum diese Abneigung gegen das Reisen? Lernt man als Maler dabei nichts? Das sind ja keine persönlichen Reisen. Ich begleite ja nur meine Bilder. Ich fahre also hin, sehe verschiedene Museen und verschiedene Arbeitsweisen. In Mexico City hängen sie die Bilder anders auf als in St. Petersburg oder in Moskau, wo ich vor kurzem war. Wo ich vor kurzem wieder war, sollte ich eigentlich sagen, weil ich dort schon mehrmals ausgestellt habe. Es gibt ein paar Städte, wo schon mehrere Werkschauen von mir stattgefunden haben. 2 in Mexico City, 3 in Dänemark, 2 davon in Kopenhagen. Nehmen die Ausstellungsbesucher ihre Bilder in verschiedenen Ländern verschieden wahr? Ich glaube ja. Ich weiß ja nicht, was sie denken, aber ich kann sehen, wie sie sich verhalten. Zum Beispiel? Also in Japan, da war ich bei meiner ersten Ausstellung sehr überrascht. Da gab es Besucher, die haben sich ein bestimmtes Bild sehr aufmerksam angeschaut, sind in den nächsten Saal weitergegangen und dann nochmal zurückgekommen zu dem Bild, das sie schon gesehen hatten. Sie stellten also eine Beziehung her zwischen dem, was sie zuerst und dem, was sie danach im zweiten Saal gesehen hatten. So etwas habe ich damals in Japan zum ersten Mal erlebt, zumindest auf so augenfällige Weise. Es gibt also Orte, wo die Menschen besonders aufmerksam sind und andere, wo sie an den Bildern vorbeilaufen, ohne wirklich betroffen zu sein. Aber gut, diesen Unterschied gibt es eigentlich überall. Ist Schwarz eine Farbe? Mein Schwarz, das Outre Noir, ist eher ein geistiger Prozess als ein optisches Phänomen. Aber Sie betrachten Weiß und Schwarz als Farben. Ja. Das heißt, Sie trennen sie jedenfalls nicht von den anderen Farben.
Gut, aber was ist denn Farbe überhaupt? Jede Farbe ist ein Ausschnitt aus den Wellenlängen, die zusammen das natürliche Licht bilden. Rot etwa ist eine bestimmte Wellenlänge, so wie sie von einem Pigment zurückgeworfen wird, das eben nur diesen Teil des natürlichen Lichts reflektiert. Dasselbe gilt für Blau oder Gelb. Meine Auffassung ist, von dieser Denkweise grundsätzlich zu unterscheiden. Ich verwende nämlich das Licht als solches, als Ganzes. Ich arbeite mit der Reflexion des Lichts in allen Wellenlängen, aus denen es sich zusammensetzt. Darüber hinaus beziehe ich in meine Auseinandersetzung mit der Reflexion die vielfältigen Formen ein, die sie annehmen kann. Wenn sich das Licht verändert, verändert sich ja auch das, was man sieht. Mich interessiert nicht die Farbe, sondern das Licht. Ich arbeite mit Schwarz, aber es interessiert mich nicht als Farbe. Was mich interessiert ist, wie schwarz das Licht reflektiert. Ich untersuche die vielen möglichen Formen dieser Reflexion und damit auch die verschiedenen Zustände eines Bildes, die je nach Standpunkt des Betrachters oder Lichteinfalls wechseln. Wo ist das Licht am schönsten? Überall. Es gibt nicht ein schönes Licht. Jedes Licht ist schön. Am faszinierendsten ist es vielleicht als halbdunkel, weil das, was wir nur erahnen, oft stärker auf uns wirkt als das, was uns ins Auge springt. Zu Ihren Inspirationsquellen zählen die Dichter. Sie mögen Gedichte, weil sie eine besondere Intensität besitzen. Versuchen Sie, diese Intensität auch in Ihrer Malerei zu erreichen? Ja, aber Gedichte sind was Eigenes, weil sie aus Sprache gemacht sind. Plus que mode de connaissance, la poésie est d'abord mode de vie et de vie intégrale. Le poète existait dans l'homme des cavernes, il existera dans l'homme des âges atomiques, parce qu'il est part irréductible de l'homme. Sie kennen sicher die Anekdote von Mallarmé und Degas, der zu Mallarmé sagt, wie kannst du jeden Tag spielen? Ich hätte dazu keine Zeit, ich habe einfach zu viele Ideen für neue Gedichte. Und Mallarmé entgegnet ihm, aber Degas, Gedichte macht man doch nicht aus Ideen, sondern aus Wörtern. Genauso ist es. Gedichte sind Wörter, die einen Zustand herstellen, in dem die Wörter verlöschen. So verstehe ich Dichtung als das, was sich nicht über die Wörter vermittelt. Wörter sind Werkzeuge, die zu einem ganz bestimmten Zweck geschaffen sind, und in der Dichtung löst man sie von diesem Zweck ab. Er ist immer noch da, aber verändert durch den Kontext. Deswegen interessiert mich Dichtung. Aber die Malerei interessiert mich noch mehr, weil sie nicht mit Wörtern arbeitet, sondern mit Farben und anderen Dingen, die ursprünglich nicht dazu bestimmt sind, einen Sinn zu vermitteln, also nicht der Kommunikation dienen. Haben Dichter und Maler vieles gemein? Alle Künstler haben etwas gemein, zumindest all jene, die wissen, dass das Wesentliche nicht immer über Wörter zu vermitteln ist. Und wie der Dichter seine eigenen Wörter hat, so haben Sie Ihre Werkzeuge, und zwar Ihre eigenen. Man verwendet ein Werkzeug nicht beliebig. Mir ist schnell klar geworden, wie genau man auf das Werkzeug achten muss. Deshalb erfindet Pierre Soulages auch seine eigenen Pinsel, Bürsten und Spachtel, um seinen Schaffensraum zu erweitern. Von Genie zeugt auch die Fähigkeit, bestehende Werkzeuge zu verwandeln. Wie John Cage, der die Klaviermusik mit seinem präparierten Klavier revolutionierte. Ich klemme Gegenstände wie Schrauben, Muttern oder Gummistreifen zwischen die Saiten, um den Klang zu verändern. Ein weiteres Beispiel wäre der Prompter. Seit er nahezu unsichtbar geworden ist, wirkt der Politiker noch sicherer, natürlicher und näher. Er braucht den vorher ausgefeilten Text am Ende nur noch zu lesen. Dafür muss er seine Schlagwörter, seine Kernsätze, sein Verhalten gegenüber den Journalisten dann aber auch bis ins letzte Detail ausfeilen. Author PPKS 9mm short. It's been coded to your palm prints, only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement.
James Bond verdankt seine Beliebtheit auch seinen Hightech-Gadgets mit ihren beeindruckenden Effekten. Ähnlich verblüffend ist das zweihalsige Instrument des Led Zeppelin-Gitarristen Jimmy Page. Doppelt genial, weil es zugleich die Energie und die Trivialität der Rockmusik symbolisiert. Wir haben damals Stairways to Heaven eingespielt und dieser Song erfordert eine Klangbreite, die mit einer Gitarre nicht zu erreichen ist. Die ideale Lösung war dann eben eine Gitarre mit zwei Hälsen. Man verwendet ein Werkzeug nicht beliebig. Mir ist schnell klar geworden, wie genau man auf das Werkzeug achten muss. Auf diesem Tisch haben wir jetzt also Ihre ganz persönlichen Malwerkzeuge. Einige davon. Das Faszinierende daran ist, dass einem klar wird, dass Genie auf einer ganz konkreten, fast primitiven Ebene beginnt. Nämlich mit der Herstellung der nötigen Werkzeuge. So primitiv sind meine Werkzeuge gar nicht. Die Künstler der Vorgeschichte kamen fast ohne Werkzeuge aus. Das heißt, ihr Werkzeug war der Mund. Man weiß das einigermaßen sicher, weil man Versuche angestellt hat, die zu den gleichen Ergebnissen führen. Es dürfte also nicht nur eine Legende sein. Und wie malten Sie? Sie haben Holzkohle zerstampft zu einem ziemlich feinen schwarzen Pulver. Das haben Sie dann in den Mund genommen, mit dem Speichel vermischt und an die Felswände gespuckt und geblasen und dabei die Hand als Schablone verwendet. In der Höhle von Peschmerl gibt es Pferdebilder und gerade über dem Rücken eines Pferds sieht man die Abbildung einer Hand als negativ. Die Hand selbst ist weiß und drumherum ist die angeblasene Farbe. Die Künstler damals verwendeten ihren Mund, wie wir heute eine Spritzpistole verwenden. Ein recht komplexes Verfahren. Ja, aber ohne Einsatz von Werkzeugen. Ihr einziges Werkzeug war der eigene Körper. Was unterscheidet Sie vom vorgeschichtlichen Künstler? Doch so einiges. Auf jeden Fall, dass Sie Werkzeuge erfinden. Was uns verbindet, ist das elementare Verfahren der Malerei. Einer Wand eine Spur einschreiben. Den hier haben Sie selbst gemacht? Ja, davon kann ich Ihnen noch andere zeigen. Ja, bitte. Also? Der ist nicht selbst gemacht, aber nach meinen Anweisungen. Warum müssen Sie Ihre Werkzeuge selbst fabrizieren? Gibt es nicht genug davon? Das hat einen anderen Grund. Ein Werkzeug entspricht einem Projekt. Das begreifen viele nicht. Welchem Projekt entspricht das hier? Es soll einen anderen Strich ergeben als ein normaler Pinsel. Ich habe die Borsten zugeschnitten und ihnen die Form gegeben, die nötig ist, um eine ganz bestimmte Spur auf dem Papier zu erzeugen. Das war zu einer Zeit, in der ich noch mehr mit Spuren gearbeitet habe. Und der hier? Schauen Sie sich dieses Bild an. Das habe ich mit Pinseln gemalt, die sehr viel breiter sind als üblich. Die müssten da irgendwo sein. Überbreite Pinsel? Ja, enorm breite. Augenblick. Ah, ja. Den habe ich noch nie verwendet. Es ist nicht der von diesem Bild? Nein, den habe ich noch nie verwendet. Und vielleicht tue ich es auch nie. Wie malt man mit so einem Pinsel? Wahrscheinlich habe ich ihn doch mal ausprobiert und war vom Ergebnis nicht überzeugt. Sie legen die Leinwand auf den Boden? Ja. Und dann lege ich einen Balken auf die Leinwand, wie diesen hier.
Sie gehen dann auf diesen Balken? Auf dem nicht. Wenn ich da drüber ginge, würde sich das Blatt falten. Da hinten habe ich einen Breiter. Gut, Sie stellen sich also hin und malen so. Nein, so nicht. Ich tauge nicht zum Maler. Eher so, mit einer kräftigen Geste. Zumindest in manchen Fällen. Jedes Projekt benötigt ein anderes Werkzeug. Im Laufe der Zeit wird einem klar, dass in der Malerei alle Werkzeuge zu einem ganz bestimmten Zweck geschaffen wurden. Die Werkzeuge, die zum Beispiel Rubens verwendete, sind nicht die gleichen wie die von Chardin. Da gibt es große Unterschiede. Ist das hier gekauft? Das gibt es wohl im Handel, aber ich habe es anfertigen lassen. Wie gehen Sie vor? Sagen Sie sich, mit diesem Werkzeug hier werde ich dieses oder jenes Werk schaffen? Oder läuft das ganz anders? Ich habe ja kein Projekt. Kein Projekt? Es ist so, dass das Projekt erst entsteht, wenn ich zu arbeiten beginne. Deshalb brauche ich manchmal sofort ein neues Werkzeug. Ich erinnere mich daran, dass mir einmal absolut nichts gelingen wollte und darüber regte ich mich auf und war fast verzweifelt und angeekelt. Da nahm ich vor lauter Wut ein Stück Holz, das da herumlag, und schlug damit vor den Augen meines Assistenten auf die Leinwand. Und plötzlich entstand ein Licht, eine Spiegelung, eine lebendige Form, die viel schöner war als alles, was ich mir vorgestellt hatte. Das ist rein zufällig geschehen. Ein Bild entsteht häufig durch eine Art Zufall, obwohl ich natürlich weiß, welche Art von Gemälde ich schaffen will, wenn ich zu malen beginne. Aber das Format steht nicht von vornherein fest. Diese Arbeit hier besteht aus mehreren Teilen. Warum zum Beispiel wählen Sie dieses große Format hier? Das geschieht intuitiv. Ganz intuitiv. Ich habe eben manchmal Lust auf etwas ganz Großes. Oder dann wieder auf etwas Dichteres, etwas Konzentrierteres. Das entscheide ich ganz spontan. Das ist nichts, was ich mir vorher reiflich überlegt habe. Lust auf Großes, heißt das Lust auf Bewegung? Nein. Auf Dynamik? Nein, die Lust auf Raum kann sich in einer sehr reduzierten Form niederschlagen. Das alles spielt sich in meinem Kopf ab. Ein sehr kleines Objekt kann etwas Riesiges in Miniatur darstellen oder es entspricht der Originalgröße. Mit Format hat das nichts zu tun. Nein, das Format ist etwas anderes als Größe. Dieser Unterschied ist eine altbekannte Tatsache. Wissen Sie, Gauguin hat einmal gesagt, ein Kilo Grün ist grüner als 100 Gramm Grün. Das weiß jeder oder vielmehr jeder kann das im Alltag beobachten. Wenn ein Fassadenmaler eine Fläche mit einem Grau bemalt, das man vorher sorgfältig ausgesucht hat, und er dann fertig ist, schaut man sich das an und sagt, nein, so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Dieser Mann ist total verrückt. Dann rufen Sie den Maler herbei und der kommt mit seinem Farbmuster und sagt, aber genau das wollten Sie doch. That's what I mean. You see how pale and thin that sky is? You use the same brush strokes all over. It's got no texture, no energy, it's all flat. That's the way I see it. Flat. Verzeihen Sie bitte, wenn ich da etwas nachhake. Stellen wir uns vor, ich bin Pierre Soulages und male dieses Bild. Ja, unter anderem mit diesem Werkzeug. Warum sagen Sie, ich empfinde Dinge, wenn ich dabei bin zu arbeiten? Nun ja. Erinnern Sie sich an diese Arbeit hier? Als ich dieses Bild malte, wusste ich, dass ich es an eine gestreifte Fläche ansetzen würde, an der sich das Licht spiegelt, was bei der anderen Fläche nicht so ist. Das wollte ich ja so, aber wie sich die Flächen zueinander verhalten, das konnte ich vorher nicht ahnen. Oft lasse ich ein Bild neu aufspannen und spanne die Leinwand dann auf einen anderen Rahmen mit einem anderen Format. Hier wollte ich ein matteres Schwarz, das Licht reflektiert und eine ganz andere Empfindung hervorruft. Aber was wirklich zählt, ist nicht ein einzelnes Element, sondern die Art, wie alles angeordnet ist. Und dieser Gesamteindruck ist es, der im Grunde auf mich wirkt und auch auf den, der das Bild betrachtet. Aber zuallererst auf mich, weil ich ja dieses Werk geschaffen habe.
et sur celui qui regarde. Moi d'abord, d'ailleurs, puisque c'est moi qui le fais. Il y a des choses étranges qui se sont produites. Voilà, je crois que tout ce qui ne tenait pas a dû s'en aller. Ihre Werke haben keine Titel. Doch. Ja? C'est la dimension. Oui. Der Titel ist die Dimension. Ich mag keine Werke ohne Titel. Und wenn ich lese Komposition, finde ich das noch schlimmer. Im Katalog zu meiner Ausstellung in Lyon ist ein Brief von mir abgedruckt aus dem Jahr 1948. Dort schrieb ich, dass die Dimension meiner Bilder ihre Titel darstellen. Und wenn ich ähnliche Bilder unterscheiden will, füge ich das Datum hinzu. Aber das ist nicht der Titel, sondern einfach ein Mittel, um zwei Bilder derselben Größe voneinander zu unterscheiden. Aber reizt es Sie nicht, abstrakten Bildern poetische Titel zu geben? Damit würde man davon ablenken, was ein Bild eigentlich ist. Man würde die Leute auf eine falsche Fährte locken. Ich bin völlig dagegen, ein Bild selbst zu interpretieren. Es ist besser, wenn jeder Betrachter durch den Kontakt mit dem Bild Sinn schafft. Das habe ich schon 1948 geschrieben und das vertrete ich auch heute noch. Wenn man beobachtet, was in uns abläuft, wenn wir sagen, ich liebe etwas, dann kommt man zu meiner Formulierung von 1948. Ein Bild soll keine Emotion oder Empfindung vermitteln, sondern es ist dazu da, einen Sinn zu haben, der entsteht und auch wieder vergeht. Nach einer kurzen Pause reden wir über zeitgenössische Kunst. Wer zeitgenössische Kunst gerne mit Spekulation verbindet, vergisst oft, dass sich hinter jedem Werk ein Künstler und eine Idee verbergen. Und auch der Beruf des Galeristen ist im Grunde wenig bekannt. Und doch spielt er eine wichtige Rolle als Anwalt der Kunst. Ich glaube, die Welt der Kunst beruht auf Freiheit. Es ist keine aggressive, aber eine unbequeme Freiheit. Manchmal weisen Künstler auf etwas hin, das man unter den Tisch kehren möchte. Und dieses Engagement respektiere ich sehr. Seit 40 Jahren stellt die Pariser Galerie Rabouin-Moussion die skandalumwitterten Arbeiten des Russen Oleg Kulik aus. Schockierende Happenings gegen Putin, die Globalisierung, die Diskriminierung bestimmter Völker, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Mit solchen Ausstellungen habe ich mir einigen Ärger eingehandelt. Und viele haben sich von mir abgewandt. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, im Einklang mit mir selbst zu sein. Galeristen entdecken oft neue Talente, wie hier den Inder Sunil Gaudé mit seinen Werken über die Situation der Frau und das Kastensystem. Und wenn der Galerie gar ein Zugpferd wie der Holländer Erwin Olaf ins Netz geht, kontaktiert sie sofort ihre Sammler. Wenn wir neue Dinge sehen, reden wir natürlich mit den Sammlern darüber. Wenn uns ein Werk besonders reizvoll erscheint, wissen wir, wen wir anrufen müssen, damit seltene Stücke nicht in irgendwelche Hände geraten. Erwin Olafs Figuren erzählen von verdrängter Lust, Erotik und verhaltenen Gefühlen. Je mehr wir uns nach außen hin öffnen, desto besser verstehen wir die Welt. Wir verfeinern unsere Wahrnehmungen. Das ist immer ungeheuer bereichernd. Reden wir über zeitgenössische Kunst. Überall herrscht Krisenstimmung, aber der zeitgenössische Kunstmarkt scheint davon verschont. Wie sehen Sie das?
Nur Dinge, die austauschbar sind, haben einen Marktwert. Aber ein Kunstwerk ist von seinem Wesen her nicht austauschbar. Deshalb besitzt es auch keinen Marktwert, denn sein angeblicher Wert ist ein rein soziales Phänomen. Manche Leute schätzen dieses oder jenes Werk und wenn sie sehr vermögend sind, dann erreicht das Werk einen hohen Preis. Wenn sie weniger gut betucht sind, dann ist der Preis eben niedriger. Das ist der Kunstmarkt, aber darum kümmere ich mich nicht. Ich habe mich schon lange aus dem Kunstbetrieb zurückgezogen. Seit wann? Schon sehr früh sah ich Werke, die ein Vermögen wert waren und dann in Vergessenheit gerieten, wie die Gemälde von Bouguereau, die später keiner mehr haben wollte. Für mich ist der Kunstmarkt nichts als ein soziales Phänomen. Interessieren Sie sich für zeitgenössische Kunst? Schauen Sie sich die Werke junger Talente an? Sind Sie mit jungen Künstlern befreundet? Von wem reden Sie? Ich kenne keine jungen aufstrebenden Talente. Warum nicht? Weil ich nicht oft genug in Galerien gehe, das ist wohl der Grund. Aber manche unbekannte Künstler kommen mich besuchen. Zeigen Sie ihnen Ihre Werke? Manchmal. Aber die zeitgenössische Kunstszene ist mir ziemlich fremd. Sie ist eher ein Tummelplatz für Kunstliebhaber und Kritiker als für Maler. La nouvelle génération d'artistes ne se reconnaît pas dans les successeurs, les prédécesseurs immédiats. Il n'y a plus, si l'on peut dire, le sens d'une continuité, il y a le sens d'une rupture, et finalement toute une génération veut vivre, et veut vivre intensément l'optimisme de l'époque. Souvenez-vous, en 1960, tout le monde se pensait comme un Jules Verne en puissance. Sie sind ein künstlerischer Einzelgänger. Das war ich immer schon. Seit jeher. Wollten Sie sich nie einer Künstlergruppe anschließen? Nein, ich bin vor allen Gruppen davongelaufen. Sie waren für mich immer etwas Abschreckendes. Früher fand ich es sehr amüsant, wie der Surrealistenchef André Breton alles Katholische verabscheute, während er selbst eine Art Papst war. Katholik. Ja? Das war recht widersprüchlich. Künstlergruppen haben mich nie interessiert. Was mich an einem Künstler reizt, ist das Einzigartige, das Unersetzbare. When I was a younger man, art was a lonely thing. No galleries, no collectors, no critics. No money. Yet it was a golden age. For we all had nothing to lose and a vision to gain. Ich denke an Ihren Freund Rothko, Pierre Soulages. Ich kannte recht viele amerikanische Künstler. Der erste, der mich eingeladen hat, war ein gewisser Sam Hunter. Er war Konservator des New Yorker Kunstmuseums, das damals noch nicht MoMA hieß. Ich war mit etwa 15 amerikanischen Künstlern eingeladen, unter ihnen Rothko. Und zuerst hatten wir uns nichts zu sagen, sogar eine Zeit lang. Sie waren überrascht, wie groß ich war, weil sie sich die Franzosen immer klein vorstellten, mit einem Baguette unterm Arm und einer Baskenmütze. Aber ich entsprach nicht dem damaligen Bild vom Franzosen. Da kam ein Rugbyspieler. Ich war größer und stämmiger als sie, und zu dieser Zeit gaben sich die Amerikaner stark und etwas raubeinig. Sie dachten, die europäische und französische Kultur sei ausgeblutet und wir Europäer seien dekadent. Und plötzlich drückten sie mir kräftig die Hand, das war etwas lächerlich. Und nach einer Weile sagten sie mir, ich könnte beim amerikanischen Fußball mitspielen. Das sei so ähnlich wie Rugby und so weiter. Nach einer Viertelstunde sagte mir Rothko, der auf einem bequemen Stuhl saß, ah, Soulages, Europa, ich kenne die europäischen Museen. Und dann legte er richtig los. In den europäischen Museen sieht man Männer mit seitlich ausgestreckten Armen und Nägeln in den Händen.
gebeinten Männer mit Dornen auf der blutenden Stirn, Männer, die von Pfeilen durchbohrt sind und aus deren Wunden Blut fließt, Frauen, die abgeschlagene Köpfe auf Schüsseln tragen. Ach, Europa, da fühlte ich mich angegriffen. Aber das Schlimmste kam noch, denn plötzlich sagte er herausfordernd: Europa, das sind die Konzentrationslager, die Gaskammer, die Verbrennungsöfen. Das musste ich mir anhören, denn Europa, das war ich. Auf einmal wurde es still und alle warteten auf meine Antwort. Da sagte ich: Ich kenne noch nicht alle amerikanischen Museen, aber gestern war ich im Metropolitan und sah da Männer mit seitlich ausgestreckten Armen und Nägeln in den Händen, blutende Männer, die von Pfeilen durchbohrt waren. Ich sagte nicht Frauen, die Köpfe auf Schüsseln trugen, weil das nicht stimmte, aber ich redete genauso wie er. Und da begannen manche schon zu lächeln. Dann sagte ich: Ich habe weder alle europäischen Museen besucht, noch alle amerikanischen und auch nicht alle Indianermuseen. Das sorgte für Heiterkeit. Aber Rothko stand auf und sagte: Morgen lade ich dich zu mir ein zum Mittagessen. So sind wir Freunde geworden. Zum Abschluss möchte ich gerne einen Satz von Ihnen zitieren. Wenn ich male, lebe ich. Wenn ich ausstelle, habe ich gelebt. Ja, das sagte ich neulich. Danke, Pierre Soulages. Alle Informationen über Ihre Ausstellung in Lyon, Soulages 21e siècle, finden Sie auf der Arte-Website. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bitte zitieren Sie mir den Satz von San Juan de la Cruz, den Sie besonders lieben. Für alle Schönheit werde ich mich nie verlieren, außer für ein gewisses Etwas, das den Hauch des Abenteuers trägt. Wie steht es mit dem Soulages Museum in Rodez? Es ist gerade im Bau. Was wollen Sie uns in diesem Museum zeigen? Dieses Museum hat mit meinen Glasfenstern in der Abtei von Conques zu tun, mit dem Glas, das ich entwickelt habe, um dem Licht in diesem Bauwerk gerecht zu werden. Haben Sie das Gefühl, ein freier Mensch zu sein? Ja. Ich habe mit 5 Jahren meinen Vater verloren und bin mit 2 Müttern aufgewachsen, mit einer 15 Jahre älteren Schwester und meiner Mutter. Beide Frauen haben mir viel Freiheit gelassen. Meine Schwester bewunderte, was ich tat. Das hat mich nicht von meinem Weg abgebracht. Im Gegenteil.